bin? Das geht Sie doch gar nichts an. Ich arbeite doch beim Kanton und kann machen und lassen, was ich will. Ich bin an einer technischen Information im Kuschbo-Prattel und muss mich jetzt beeilen. Tschüss! Sehr verehrte Damen und Herren, bitte schalten Sie Ihre Nadels aus, nehmen Sie noch einen Schluck Wein und halten Sie sich fest. Das Larifari 2014 beginnt mit den Nachtfaltern. Viel Vergnügen! Ja, das glaube ich ja nicht! Solli Friedi! Das ist jetzt aber kein Zufall mehr! Das ist schon das dritte Mal, wo wir uns hier in dem Wahrzimmer begegnen! Ja, Solli Otti! Du bist auch wieder da! Du musst so, vermutlich so viel mal zum Arzt, dass es rein statistisch gesehen schon einmal vorkommen, dass wir uns da drinnen treffen. Weißt, seit ich im Altersheim bin, sieht man sich halt nicht mehr so viel. Wegen dem freut es mich jetzt ganz besonders, dass ich dich da wieder einmal triff. Ich sitze gerade einmal an. Friedi, wie geht's eigentlich deinen Zwilling? Wie heißt es jetzt auch schon wieder? Ah, der Sherdan und Granit. Du, die beiden sind jetzt schon 8 und leben beide im FCB-Campus. Ja, und dort tun die dann den ganzen Tag lang schütten. Nein, das schon nicht. Sie gehen dort jetzt auch noch in die Schule. Weißt du, der Häusler hat gesagt, es macht sich nicht gut, wenn sie dann einmal eine Autogrammstunde haben und nicht einmal den Namen schreiben können. Ja, schütten ist halt schon ein bisschen einseitig. Das hat man nur schon mit den Degenzwillingen gesehen. Ja du, mit denen beiden zusammen dürfen sie jetzt zusammen im Jockel in den Matsch schauen, wenn der FCB schüttet. Brrrr, brrrr. Hey Rolf, jetzt
ist ja unglaublich, die Bahnhofstraße hier. In ganz Pfaffingen hat es nicht so viele Fußgängerstreifen wie hier in einer Straße. Hey, Fahrgnäschli, vorwärts, marsch! Brrr, brrr.
Problem. Ich arbeite heute durch. So ein Loser. Vorwärts, Marsch. Ich freue mich, ob die Behörden das so wollen. Das tut doch verschandeln das ganze Ortsbild. Und es scheint, als ob im Dorf keine Schönheit mehr gilt. Das ganze grenzt an grösse Bahn, ein Skyline direkt an der Autobahn. Nur ein hat Freude, es ist wunderbar. Unser Präsi wird ein Fernsehstar. Ein von den Türen heisst Helvetia. Einen besseren Namen haben sie nicht gehabt. Besonders blöd ist das für die Banken. Die müssen jetzt ändern Helvetia auf den Franken. Wir haben letztes Jahr an verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen eine Umfrage gemacht. Die ist durchgeführt worden vom überparteilichen Komitee Radeln will gescheiden sein. Man musste feststellen, dass die Leute an so Anlass kommen, wie ihr jetzt als Larifari. Man amüsiert sich, vielleicht lacht man sogar. Aber, und das ist der springende Punkt, wenn ihr heimgeht, ist niemand gescheiter, als wenn er gekommen ist. Man hat das überall festgestellt. Sei es am Grümpeli, am Jodler oben, am Larifari oder bei der Laienbühne. Einwohnerratssitzung, hast du noch vergessen? Ja. Um dem ein bisschen jetzt entgegenwirken, sind wir zwei von diesem Komitee als Experten eingesetzt worden. Wir hoffen natürlich, dass wir mit unseren fasnächtlichen, Entschuldigung, fachmännischen Tipps können dazu beitragen, dass die nachher rausgehen und sagen, ja gut jetzt, das Larifari ist jetzt vielleicht nicht lustig gewesen, aber es hat uns gescheit gemacht. Also ich bin sehr froh, dass sich da innen ein paar Leute spontan zur Verfügung gestellt haben, hier oben auf der Bühne über ihre Probleme zu reden.